Hallo, guten Morgen. Hier ist Christina. Es ist Samstagmorgen, 9:30 Uhr. Zeit für den Tau. Heute geht es um Selbstkenntnis. Das ist ein Thema, das mir ganz, ganz wichtig ist. Ich spreche hier, ja, wie ihr wisst, in zwei Gruppen gleichzeitig. Die eine heißt ganz gesund werden. Und da geht es um innere Heilung sozusagen, Lebenskunst, habe ich das genannt. Und die andere Gruppe heißt ohne Maske leben. Und da geht es um radikale Selbstkenntnis. Eigentlich ist es das Gleiche. Eigentlich könnten wir aus dieser Gruppe, aus diesen zwei Gruppen, Entschuldigung, eine einzige machen. Denn sowohl um ganz gesund zu werden, als auch um ohne Maske zu leben, musst du dich selbst kennen. Du musst wissen, was in dir vorgeht. Du musst wissen, wie du funktionierst. Und du musst wissen, was du tun kannst, um dir selbst zu helfen oder um dir Hilfe zu suchen. Selbsthilfe ist ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Aber es gibt einen Moment, an dem du den anderen brauchst. Du brauchst den anderen, um dir Licht zu geben. Licht in dir selbst, um dich selbst besser erkennen zu können. Wollen wir erstmal in dieses Kapitel schauen, das uns hier dafür ganz viele Informationen gibt, selbst wenn der Text sehr, sehr kurz ist. Kurz, knackig, intensiv. Also, ich lade dich wieder ein, dich einfach hinzusetzen, ganz bequem, dich schön gemütlich sozusagen hinzusetzen und zu entspannen, damit du dann sowohl meiner Stimme folgen kannst, aber auch dem, was in dir vorgeht. Atme ein, atme aus. Wer andere kennt, ist klug. Wer sich selbst kennt, ist erleuchtet. Wer andere bezwingen kann, hat Kraft. Wer sich selbst beherrscht, ist mächtig. Wer weiß, wann genug ist, ist reich. Wer seinen Weg beherrscht, ist entschlossen. Wer sich nicht verliert, ist beständig. Wer sich vom Tod nicht töten lässt, der lebt. Atme ein. Atme aus. Und nimm dir als erstes einen kurzen Moment, um zu sehen, was diese Worte, diese Linien in dir bewegen. Horch in dich rein und nimm wahr, was in dir vorgeht mit diesem Text. Und notiere es auf ein Papier oder in deinem Kopf, in deinem Herzen. Und nun lade ich dich ein, den Text noch einmal gemeinsam durchzugehen. Wer andere kennt, ist klug. Das stimmt. Wenn man die Fähigkeit hat, andere zu erkennen, andere wirklich wahrzunehmen, das ist ein Zeichen von Intelligenz. Das heißt nicht, es geht nicht darum,
andere zu beherrschen und zu sagen, oh, der ist so und so und dann muss ich das und das tun, sondern es geht darum zu sehen, oh, was geschieht dort für den anderen? Ah, ich kann wahrnehmen, was passiert. Das bedeutet, dass ich mich öffnen kann. Und das ist ein Zeichen von Intelligenz. Und zwar von emotionaler Intelligenz. Ich bin bereit und fähig, mich dem anderen zu öffnen und ihn wahrzunehmen. Doch wer sich selbst kennt, ist erleuchtet. Das heißt, andere zu kennen ist vielleicht intelligent, aber sich selbst zu erkennen, ist erleuchtet. Denn um mich zu erkennen, muss ich Licht schaffen in mir. Ich muss das Licht einfallen lassen in die Dunkelheit meines Seins, meiner Seele, meines Zustandes, damit ich erkennen kann, was dort genau vor sich geht. Und das ist viel, viel schwerer, als es bei anderen zu erkennen. Wie oft geben wir den anderen Ratschläge und können sie selber nicht verfolgen? Wie oft sagen wir den anderen, du musst es so und so machen und können es selber nicht so richtig tun? Und umgekehrt, wie oft sagen uns das andere? Und wir fühlen uns dadurch verletzt sogar manchmal. Also Licht zu schaffen in dir bedeutet, dich selber besser zu kennen und dadurch siehst du. Und wenn du siehst, kannst du handeln. Weiter sagt der Text, wer andere bezwingen kann, hat Kraft. Wer sich selbst beherrscht, ist mächtig. Genau, wer andere bezwingen kann, hat Kraft. Ja, ganz schön stark. Egal, ob es körperlich ist oder mental oder seelisch. Ja, da kann man ziemlich viele Varianten erleben und meistens nicht so schöne Dinge. Wenn man den anderen bezwingen will, dann übt man Druck auf ihn aus. Manchmal ist das notwendig, aber oft geschieht es, um etwas zu erreichen, was fragwürdig ist. Aber wer sich beherrscht, ist mächtig. Genau. Macht kann ich nur über mich selbst haben. Wahre Macht heißt, dass ich für mich selbstständig dastehen kann und dass ich für mich verantwortlich sein kann. Das ist Macht. Denn dadurch mache ich mich unabhängig. Und je unabhängiger und selbstständiger ich bin, je selbstbestimmter, umso weniger bin ich abhängig von den anderen und habe dadurch Macht über mein eigenes Leben. Und was ist wichtiger als das? Was zählt im Leben? Mein eigenes Leben. Nicht das Leben anderer, nicht die Macht über andere zu haben, sondern mein Leben leben zu können. Wer weiß, wann genug ist, ist reich. Wer seinen Weg beherrscht, ist entschlossen. Wer weiß, wann genug ist, ist reich. Das bedeutet, dass wenn du das annehmen kannst, was da ist und daraus etwas machen kannst, dann bist du reich, weil du dich nicht damit beschäftigst, was dir fehlt. Wenn du immer nur danach schaust, was dir fehlt, dann fühlst du dich arm. Egal, ob es dabei um Wissen oder um Gegenstände oder um Nahrungsmittel oder um Freundschaften oder egal, um irgendetwas geht. Immer wenn ich das wertschätzen kann, was ich habe, fühle ich mich reich. Und wenn ich nach mehr suche oder nach dem, was nicht da ist, dann fühle ich mich arm. Wer seinen Weg beherrscht, ist entschlossen. Okay, ja, um seinen Weg zu beherrschen,
muss man entschlossen sein. Man muss eine Entscheidung getroffen haben und man muss die Richtung verfolgen, die eine Richtung verfolgen. Wer sich nicht verliert, ist beständig. Wenn ich eine Richtung verfolge, dann kann ich dauerhaft und gesteuert diese Richtung verfolgen. Und dadurch werde ich beständig und verliere mich nicht. Ich lasse mich nicht ständig wegschwemmen von irgendetwas oder irgendjemandem. Und wer sich vom Tod nicht töten lässt, der lebt. Das Grundprinzip des Taoismus oder sozusagen das Ziel, der Wunschtraum, sagen wir mal so, des Taoismus ist das ewige Leben. Und das ewige Leben bedeutet nicht, dass der Körper ewig lebt. Auf der körperlichen Ebene bedeutet das, um es mal ganz kurz zu sagen, dass man gesund sterben darf. Das heißt, dass man die Gesundheit so gut aufrecht erhält, dass der Körper einfach, ja, irgendwann stirbt, weil er sozusagen verbraucht ist, aber nicht, weil ich mich schlecht um ihn gekümmert habe oder weil ich schlecht mit ihm umgegangen bin. Es bedeutet aber auch, dass der Tod eine Grenze ist, die überschritten werden kann, indem ich mich der Nachwelt sozusagen übermittle. Das heißt, also das zum Beispiel passiert, wenn wir Kinder haben, wenn wir, weiß nicht, ein Buch schreiben oder Dinge erfinden oder Bilder malen oder Musik schreiben oder ja, je mehr wir uns mitteilen, umso unsterblicher sozusagen werden wir, denn wir leben dann weiter in der Erinnerung unserer Mitmenschen. Und das macht uns in gewisser Weise unsterblich. Und genauso ist es mit dem Innenleben. Das heißt, je mehr ich mich um mein Innenleben, um meine Innenwelt, um meine Seele kümmere, umso mehr komme ich ihr nahe und werde jenseits des körperlichen Seins existieren können, weil die Seele, so besagt es die asiatische Philosophie, die Seele ist feinstofflich und existiert jenseits des Körpers. Sie kann ohne den Körper weiterleben und das ist das ewige Leben. Du kannst es auch so sehen, dass dieses ewige Leben in dir wahrhaftig ist und bleibt, wenn du dich mit ihm verbindest, egal was geschieht. Wenn dich etwas ärgert zum Beispiel, dann bist du in deiner Person getroffen. Und wenn du dich mit diesem ewigen Sein verbindest, dann kannst du dieses Betroffensein annehmen und nicht als Kampf erleben, als etwas, wo du dich verteidigen musst und gegen etwas angehen musst, sondern als ein Geschehenes. Es geschieht und du darfst darauf reagieren oder auch nicht. Je mehr du dich mit dieser inneren Kraft verbindest, umso mehr kannst du dich frei machen von deiner Person, von deinem, wie man so schön sagt, Ego. Und das Ego führt uns irre und entfernt uns von dem ewigen Leben, das heißt von der Seele, von der Verbindung,
jenseits des Körpers und des Geistes. Ich möchte dir gerne noch eine Übung anbieten heute Morgen, damit du hier noch etwas mehr mitnehmen kannst aus diesem Kapitel. Und zwar bitte ich dich, dich einfach hinzusetzen wieder und die Augen zu schließen. Atme ein. Atme aus. Und spüre den Kontakt deiner Füße mit dem Boden. Setz dich hin und spüre diesen Kontakt. Und nimm auch den Rest deines Körpers wahr, wie er in Kontakt mit der Sitzfläche ist. Wie deine Hände vielleicht auf deinen Beinen liegen oder an deinem Körper entlang. Nimm wahr, was um dich herum geschieht. Die Geräusche. Der Duft. Die Wärme oder die Frische. Atme ein, atme aus. Und jetzt schau in dich hinein, so als könntest du die Augen von dem Blick nach außen direkt umkehren und nach innen richten und auf einmal sehen, was in dir vorgeht. Schau dir an, was in dir vorgeht. Schau dir an, welche Gedanken dort sind. Welche Gefühle. Was dein Körper empfindet. Schau dir an, was in dir vorgeht. Und lass es ziehen. Halte nicht fest, sondern schau es dir an und sage oder begrüße es, so als würdest du auf einem Waldweg eine Person treffen und einfach guten Tag sagen. Begrüße das, was du in dir siehst. Die Gedanken, die Emotionen. Dein Körpergefühl. Begrüße es und geh weiter. Schau, was dort passiert für dich. Lass es ziehen, das, was da ist, und geh deinen Weg weiter. Schau, was auftaucht. Nimm es wahr. Sag guten Tag, hallo.
und geh weiter. Du musst dich nicht auf ein Gespräch einlassen mit dem, was da in dir geschieht. Du darfst immer wieder einfach weiterziehen. Und jetzt schau, wie sich die Landschaft sozusagen nach und nach verändert, während du weiterziehst. Neue Gedanken kommen, neue Gefühle. Ein anderes Körpergespür. Nimm es wahr. Nimm es an. Lass es ziehen. Atme ein, atme aus, langsam, lange. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein. Atme aus. Fang jetzt an, deine Füße zu bewegen, deine Hände zu bewegen. Strecke dich, wenn du das möchtest. Und öffne langsam die Augen, damit du jetzt wieder Kontakt aufnehmen kannst mit dem, was dich umgibt. Ich schlage dir vor, dass du dir etwas Zeit nimmst jetzt und notierst, was für dich und in dir vorgegangen ist. Also nicht die Gedanken, die du hattest, sondern wie war das? Eben genau das, die Gedanken ziehen zu lassen, dein Gefühl ziehen zu lassen, dein körperliches Empfinden ziehen zu lassen. Wie war das für dich? Und ich lade dich ganz herzlich ein, das auch in der Gruppe zu teilen, damit auch andere darauf reagieren können. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Als Erster traut man sich nicht, aber man ist froh, wenn alle dann etwas schreiben. Deshalb bitte ich dich darum, das zu tun. Denn das gibt auch mir den Sinn, hier für dich weiter zu sprechen und zu arbeiten. Ja, ich freue mich auf deinen Kommentar und ich schicke dir wie jeden Samstag den Link in die Gruppe, damit du mit mir ein Gespräch buchen kannst, wenn du an dir selbst arbeiten möchtest, wenn du wirklich auf den Weg der Selbstkenntnis gehen möchtest, damit du ganz gesund, sowohl im Körper als auch im Geist, als auch in der Seele leben kannst, damit du dein Potenzial entfalten kannst, damit du dein Leben lieben kannst. Das wünsche ich mir für dich.
Und dazu kannst du gern ein kostenfreies Gespräch mit mir buchen, damit wir sehen, wie und ob wir zusammenarbeiten können. Ich freue mich sehr auf dich. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich jetzt schon auf nächsten Samstag mit dem Kapitel 34. Alles Gute!